ein Hadith aus der Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aus seinem Lebenslauf. Und es war der Tag, der der härteste Tag von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam war. In diesem Jahr hat er seine Frau Khadija verloren, radiallahu anha. Und in diesem Jahr ist sein Onkel, der ihn beschützt hat, vor den Götzendienern ebenfalls verstorben. Und in diesem Jahr, als ob das nicht genug wäre, dass seine Frau, die ihn unterstützt hat, mental auch, und sein Onkel, der ihn beschützt hat, so wurde er vertrieben aus seiner Stadt, Lieblingsstadt Makkah, die er geliebt hat. Und er wendete sich noch zu der Stadt, bevor er sie verließ, und sagte, wenn die Leute mich nicht vertrieben hätten aus dir, würde ich dich niemals verlassen. Und so ist er losgezogen. Wohin? 60 Kilometer weiter nach At-Taif. Er hatte vor, einen Neuanfang zu machen. Und subhanallah, auf dem Weg dahin, ihr müsst euch mal vorstellen, wie viele Gedanken durch den Kopf vom Propheten sallallahu alaihi wasallam durchgelaufen sind. Frau verstorben, Onkel verstorben, auch als Nicht-Muslim gestorben, was dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sehr wehgetan hat, denn er war der Barmherzigste. Alaihi salatu wasallam. Und so musste er seine Stadt verlassen und ging Richtung Taif und hoffte auf einen Neuanfang. Warum ist er rausgegangen? Wegen Arbeit? Wegen einem Projekt? Wegen einer Frau? Nein, wegen der Religion. Und so ging er nach At-Taif und als er dort ankam, haben die üblen Geschöpfe ihre Kinder herausgeschickt, die den Gesandten sallallahu alaihi wasallam mit Steinen beschmissen haben, bis das Blut in seine Sandalen geflossen ist. Könnt ihr euch vorstellen, wie hart diese Zeit für ihn war? Yani, du bist gerade aus der Stadt Makkah rausgegangen. Und was für eine edle Stadt, möge Allah uns immer dorthin zurückführen. Allahumma amin. Er geht gerade raus aus Mekka, sein Herz blutet noch. Und dann kommt er rein in At-Taif. Und die Leute beschmeißen ihn, die Kinder, mit Steinen, bis das Blut in seine Sandalen geflossen ist. Und bei Allah, sie haben ihn nicht mit Barmherzigkeit behandelt. Bis irgendwann, so heißt es in der Überlieferung, die Verbrecher unter diesem Volk etwas Mitgefühl bekommen haben. Und dann haben sie einen Jungen gesehen. Sein Name war Addas. Radiallahu anhu adha. Sie haben ihm gesagt, und zu dem Zeitpunkt war er noch kein Muslim, nimm die Trauben und gebe sie Muhammad. Das heißt dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. So ist er mit diesen Trauben hingegangen zu ihm und sagte, hier sind die Trauben, nimm sie. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er nahm sie mit seinen gesegneten Händen. Und dann nahm er sie und sagte, Bismillah, im Namen Allahs. Dann sagte Addas zu ihm, der Junge, der ein Christ war, er sagte, woher kennst du dieses Wort, Bismillah, im Namen Allahs? Dann fragte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aus welcher Stadt kommst du? Dann sagte Addas zu ihm, ich komme aus einer Stadt aus dem Irak. Aus dem Irak. Er sagte, aus dem Irak, aus dieser Stadt, und nannte ihn die Stadt und sagte ihm, aus dieser, euren Stadt, kommt Yunus alaihi salatu wassalam, der Prophet Yunus. Jonas. So sagte dieser junge Mann, woher kennst du ihn? Er sagte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er war ein Prophet und ich bin ein Prophet, er ist mein Bruder. Subhanallah. Er war ein Prophet und ich bin ein Prophet, er war mein Bruder. Was hat Addas gemacht? Addas hat den Islam angenommen und hat die Hände vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, den Kopf geküsst und sogar die Füße. Und als die Islamhasser gesehen haben, dass mit Addas irgendwas nicht stimmt, so haben sie befürchtet, dass er beeinflusst wird vom Propheten alaihi salatu wasallam. Und sie wendeten sich in seiner Richtung und sagten nicht, dass er dich verdirbt. Deine Religion ist besser als seine Religion. Dann drehte er sich zu ihnen um, Addas radiallahu an, und sagte, Ma fil ardi shay'un khayrun min hadha. Auf dieser gesamten Erde gibt es niemanden, der besser ist als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, wie schnell sich diese Liebe vor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam entwickelt hat. Und schaut mal, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, er wusste, er kann nicht in dieser Stadt At-Taif bleiben, weil diese Islamhasser ihn getötet hätten. Und so ist er zurückgegangen mit den Schmerzen und mit einer ungewissen Zukunft. Subhanallah, er wird beworfen mit Steinen und macht mit Addas Dawah.
Vergiss dich, Taro. Niemals. Er hat es nicht vergessen. Er ist barmherzig. Und so ging er wieder zurück. Er wusste nicht, wohin. Mit all dem Kummer und all dem Leid, was er getragen hat, alayhi salatu wassalam. Es war so, als ob Allah, Adas, diesen Jungen, ihn sich anschließen gelassen hat, damit der Prophet sallallahu alaihi wasallam wieder neue Hoffnung schöpft und damit er weitermacht. Hada Rasulullah, das ist der Gesandte Allahs alaihi salatu wassalam, den wir lieben. Und bei Allah. Wir haben ihn nicht gesehen und wir haben ihn nicht getroffen. Aber wir bitten Allah azawajal darum, dass er uns zum Nachbarn macht von Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam, yawmul qiyamah. Möge Allah uns das ermöglichen.